Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 2K15 im Mai. Career Mode. So, beim letzten Mal haben wir unser Match gewonnen, außerdem ungefähr 20 Minuten lang den Finisher eingestellt. Den haben wir jetzt, den neuen Finisher, und damit würde ich sagen, gehen wir dann auch direkt ins nächste Event, damit wir diesmal wieder zwei Matches hinbekommen. Das wäre dann durchaus schon eine schicke Sache. Nicht, dass es wieder nur ein Match wird, was ziemlich blöd wäre. Da gucken wir mal, gegen wen uns... Aha. Loves a match that is back and forth. The main way to turn the tide of any match is with reversals. The more reversals you pull off during the course of a match, the more SP you will earn. Heightened drama is a big part of any WWE match. This means kicking out of pins right before the three count. The more you do this, the more the WWE universe will be pulled into your match. This also means more SP for you. Ja, aber ich meine, ist jetzt nicht gerade das Einfachste der Welt. Was das für ein Typ? Was geht mit dem seinem Rücken ab? Ist nicht gerade das Einfachste der Welt, bei einem Pin nach 2,9 Sekunden rauszukommen. Aber gut, ich gebe mein Bestes, falls der Gegner mich mal in einem Pin hat. Auch wenn ich es nicht zu dem Risiko kommen lasse und dann noch warte irgendwie. Alter, was hat der für einen komischen Rücken, der Kollege da? Richtig krasse Geschichte. So, was war das andere, was wir machen sollten? Scheiße, ich hab's schon vergessen. Aber es war irgendwas, was ich, wo ich gedacht habe, das machen wir sowieso. Moment, das kann man doch bestimmt irgendwo nachlesen. Steuerung, Spiel im Buch. Match-Optionen. Nee, auch nicht. Wenn ich irgendwie eine Taste... Ah, ups, jetzt habe ich aus Versehen gejubelt. Das war nicht mal Absicht. Toll. Ah, eine New Reversal sollen wir ausführen. Genau, das war das andere. Und zack. Haben wir damit ja wohl dann getan. Schöne Clothesline hier gegen Tommy Wall. So, demnächst sollten wir dann... Oh, das ist auch blöd. Der hat wesentlich weniger gezeigt als meine Wenigkeit. Und hat jetzt nach diesem Angriff schon mehr als die Hälfte auf dem Weg zum Signature. Auch irgendwie krass. Also die Schwunganzeige, heißt das ja meines Wissens, die lädt bei uns ganz schön langsam. Gut, jetzt setzt er auch ordentlich mir zu. Könnt auch mal wieder kontern. Aber der sieht echt komisch aus, Alter, der Kerl. Ganz schön hartes Muskelpaket, der Typ. Zieht er mal neben seinem Rücken rein. Das können doch keine Muskeln sein. Das muss doch, was weiß ich, irgendwelche Verletzungen sein. Keine Ahnung, vielleicht wurde der als Kind immer an den Stuhl gefesselt. Ziemlich fest, so wie der aussieht. Was mache ich denn hier für einen Rotz? Aha, endlich. So. Der nächste Reversal, jawohl, dem erstmal an die Beine treten. Steh auf, so, jetzt mache ich auch mal ein paar Schläge. Hat ja super funktioniert mit den paar Schlägen. Was geht denn bei dem ab? Wieso dauert hier ein Schlag eine Stunde? Vor allem nach dem Schlag hat er erstmal gechillt ohne Ende, obwohl ich schon längst nochmal gedrückt hatte. Naja, komische Geschichte, was Xardas hier so abzieht. So, ach, sollen wir mal pinnen? Nee, ist eigentlich eh unnötig. So, in den... Eigentlich wollte ich in die Ringecke schmeißen, aber das hat auch nicht funktioniert. 40% auf dem Weg zum Finisher. Oh, da sind wir jetzt aber auch schnell, aufgestanden. Nach dem Kick von Tommy Wall. Wall passt auch ganz gut zu dem eigentlich, zu dem Kerl hier. So, jetzt aber in die Ringecke rein mit dir. Aha, und diesmal bleibt er drin. Sehr schön, dann gucken wir doch mal doch. Ja. Oder auch nicht. Doch kein Ringecken-Move. Der Gute will lieber mal kontern. Aber wir polieren ihn ja ordentlich die Fresse. Von daher soll mir das auch... Soll mich das auch nicht ärgern, wenn der auch mal kontert. Der war ja durchaus auch... Okay, eigentlich wollte ich ihn jetzt in die Ringseile schmeißen, aber gut. Nicht funktioniert, dann eben in die Ecke. Auch gut. Ach ja, der Angriff kann sich doch sehen lassen. Und der Gegner hat bereits einen roten Körper, das ist ja schon mal von Vorteil. So. Und ein Body Slam. So, jetzt komm, jetzt gehen wir mal hier hoch aufs oberste Ringseil. Nicht ganz aufs oberste, aber egal. Gut, dass er direkt davor liegt, weil so weit springen wir bekanntermaßen nicht. Komm, wir pinnen einfach mal. Huh? Okay, das war jetzt verwirrend. Oh.
eine Trophäe haben wir erhalten. Stets gefüllter Tank, so. Ah, sehr gut. Ja, wir haben auch weder Signature noch Finisher durchgeführt. Von daher bei Signature-Einsatz logischerweise 0 Punkte bekommen. Ja, es war ein bisschen schade. Es war eigentlich eher so sporadisch, der Pin. Ich hätte nie damit gerechnet, dass der funktioniert, weil bei den anderen Gegnern, die haben ja immer, nachdem ich sie schon hart totgeprügelt habe, sind die ja nochmal aufgestanden. Bildemot, du schlägst dich gut. Wenn du diese 6 Methoden weiter trainierst, bist du schon bald so gut wie John Cena oder Randy Orton. Naja, das ist dann doch noch ein kleiner Weg bis dahin. Ab jetzt kannst du dich auf einen harten Wettkampf mit anderen Superstars und Rivalen einstellen. Viel Glück. Ach, heißt das, wir kommen jetzt schon in die NXT, oder was? Tatsächlich! Mein Weg beginnt hier. Eine weitere Trophy. Beförderung zu neuer Marke. Entschuldigung. Oh Gott. Beförderung zu neuer Marke. Zu NXT. Bo Dallas, Rusev, Corey Graves und den oben rechts. Den kenne ich dann leider nicht. Der unten rechts saß es aber auf jeden Fall Triple H. Und der hat noch was an uns zu richten. Glückwunsch zum Erreichen von NXT. Jetzt, wo du an einer richtigen Show teilnimmst, ist dein Verhalten innerhalb und außerhalb des Rings sehr wichtig. Je nachdem, wie sauber oder unfair du kämpfst, wirst du ein Face oder Heel. Entscheidungen im Fernsehen und bei sozialen Medien beeinflussen auch die Face- und Heel-Wertung. Du kannst deine Fortschritte auf der Face-Heel-Anzeige auf deiner Startseite sehen. Viel Erfolg. Ja, dann bin ich doch mal gespannt. Vor allem müsste ich auch mal gerne, wie stark sich das so ändert. Je nachdem, was man eben spielt, Face oder Heel. Also wie sich da die Story so ändert. Bin ich mal gespannt. So, alles klar. Face, Heel. Momentan haben wir noch nichts. TP haben wir einiges. Eigentlich 973. William Regal, dein erstes Match bei NXT rückt immer näher. Sorge dafür, dass du bereit bist, da die Konkurrenz mit jeder Woche härter wird. Und vergiss nicht, dass dies dein einziger Weg in den Hauptroster ist. Also nimm das ernst. Zeitachse. Batista besiegt John Cena durch Submission um den WWE Championship. Oh, Batista ist also momentan WWE Champion, so wie es aussieht. Und wir sind bei NXT. Und jawohl, wir verbessern noch direkt mal unseren Charakter. Was können wir hier machen? Ach, die kosten auch TP, ne? Sollen wir das machen? Move die Pin-Combo. Entkommen ist eigentlich ganz nett. Ja, komm, das machen wir mal. Jawohl. Kostet zwar einiges an EP. Habe ich das jetzt noch? Jetzt wird es natürlich schon wieder nicht gespeichert. Also, entkommen. Ja, so. Ah, okay, ich muss bestätigen. Alles klar. Gut, so, jetzt haben wir es aber. Und jetzt den Rest, den wir noch haben, den legen wir dann in Eigenschaften. Jetzt natürlich nur die Frage, in was? Ich glaube, die Schwunganzeige, die könnten wir mal hier, Schwung. Schwung bestimmt. Ah, ne, das ist doch nicht die Anzeige. Sprungreversal. Gibt's das überhaupt? Wie schnell das Sprung... Ach, ne, ist auch mit Sprung. Ich dachte, die Schwunganzeige wäre, wie schnell sich der Signature lädt. Aber das gibt es momentan scheinbar nicht. Bewegungstempo mal ein bisschen hoch. Kostet ja nur 4 TP. Hier mal ein bisschen hoch. Ich meine jetzt erstmal alles auf 50, dass wir überhaupt mal einigermaßen wer sind. Oh, die Schadenserholung. Die ist ja richtig Bombe bei uns. Die können wir definitiv mal auf 50 machen. Ja, Schwung, wie gesagt, ich mache jetzt einfach mal alles auf 50. Ja, die Reversals ist auch für den Arsch. Alles ist für den Arsch bei uns. Und jetzt ist auch quasi schon... Kettenwrestling geht gerade so noch auf 50 und zack. Obwohl, einen können wir vielleicht noch ausbauen irgendwo. Jawohl, hier. So, und jetzt geht nichts mehr. Ein Punkt noch übrig. Aber egal, die Dinger müssen ja weg. Wir müssen uns ja verbessern und immerhin steht ja jetzt das nächste schwere Match an. Beziehungsweise... Ja, das erste Match in NXT. Triple H's Raw-Kleidung vom 28. Oktober 02. Aha. Oh, und da ist auch schon direkt das erste Match. Hey, jetzt sind wir doch wieder in der Performance. Im Performance Center. Komisch. Also scheinbar. Vielleicht habe ich auch irgendwie was falsch gedrückt. Kann auch sein.
Ich traue mir hier alles zu. Ja, und jetzt wieder das Blöde hier. Ich drücke immer den falschen Stick, ich Vollspacken. Boah, ist der brutal. Die sind immer sofort richtig. Ah ne, diesmal nicht, aber er war schon wieder viel schneller als ich. Ja, in diesem, in den Wrestling-Ketten-Scheiß bin ich übel schlecht. Ja, diesmal gewinnt er. Boah, was geht denn ab? Jetzt spinnt ja auch noch mein Aufnahmeprogramm rum. Das ist ja mal super toll. Also weiter geht's gegen Corey Graves, der mich hier platt macht in den blöden Wrestling-Ketten. Und wann hätte ich diesen Move jetzt sollen kontern, frage ich mich gerade. Okay, und Corey Graves, der hat wirklich eine üble Schwunganzeige. Also eine wesentlich bessere, als wir sie haben. Der ist nämlich jetzt schon bei 26 wahnsinnigen Prozent. Obwohl, vielleicht bringt dieses dieses Kettenwrestling da einiges. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das da eine gute Sache ist. Jetzt, das war auch gerade komisch. Ich wollte einen Angriff machen, beziehungsweise kontern. Dann war er aber zu weit weg, dann wollte ich ihn nehmen, dann war er aber immer noch zu weit weg. Also manchmal ist es irgendwie schon komisch. Was ich an dem My Career Mode übrigens blöd finde, ist, dass man einfach am Anfang so ein kompletter Lulatsch ist. Ich meine, dass man jetzt nicht direkt einen 95er Wrestler, einen Wrestler spielt, der mit dem Undertaker locker fertig wird. Das ist mir schon klar, aber ich hätte mir irgendwie doch gewünscht, dass der ein bisschen mehr Durchschlagskraft hat, weil irgendwie werde ich nicht so wirklich warm mit meinem Wrestler. Das ist jetzt mittlerweile das fünfte oder sechste Match, aber irgendwie habe ich mich immer noch nicht so dran gewöhnt, wie schlecht der ja tatsächlich ist. Das finde ich ein bisschen schade, aber gut, mit der Zeit wird das sich ja hier auch noch ändern im My Career Mode. So, da kommt jetzt wieder ein Konter von Corey Graves, jawohl. Mist. Schade. Wow, Alter. Ja, bei WWE 13 damals... Boah, meine Stimme. Bei WWE 13, da hatte ich es immer übel drauf mit dem Kontern. Da habe ich alles gekontert, was nur ging. Aber mittlerweile ist das einfach nicht mehr so. Aber wenn ich jetzt, naja, sagen wir mal, in einem halben Jahr wieder so viel Wrestling-Games gezockt habe wie damals, dann wird das auch nochmal besser. Und dann klappt das hier auch mal wieder manierlich. Nicht so wie jetzt, wo jeder zehnte Konter mal gelingt. So, jetzt bin ich mal echt gespannt. Gegen Corey Graves hatten wir ja beim letzten Mal verloren. Ob das jetzt hier und heute besser funktioniert. Ja, vom Schaden her habe ich jetzt ein bisschen mehr. Er ist nur natürlich wesentlich weiter am Signature dran. Nach seinem Jubel gerade, nach dem Taunt natürlich noch mehr. Ja, gut. Da war ich wesentlich zu spät, glaube ich. Mit dem Reversal. Das ist so übel, wie schnell das hier geht. Mit dem Pin. Das ist richtig krass. Mir hätte gut können sein, dass ich jetzt schon wieder verkackt hätte. Mit dem Rauskommen aus dem Pin. Also ich glaube, Corey Graves, der macht uns hier erneut platt. Der ist einfach... Oh, schon wieder. Rope Break. Noob. Ja, was ist denn los? Dann steht doch auf. Normalerweise steht doch immer jeder Wrestler nach dem Pin sofort auf. Meiner tut das leider nicht. Naja, egal. Erstmal noch ein Jubel, damit wir hier irgendwann auch mal noch zu einem Signature kommen und damit zu einem vernünftigen Ergebnis. Denn wenn ich den ausführen kann und danach noch den Finisher, das wäre durchaus eine richtig tolle Sache. So, und jetzt springen wir mal wieder hier oben runter. Er ist ja sehr nah. Dann funktioniert sowas auch. Und, jawohl, erneut der Jubel. 80% haben wir. Das heißt, noch 20 und dann sind wir endlich beim Signature. Für die Clothesline-Hattern müssen eigentlich auch nicht in die Mitte des Rings ziehen. Oh, jetzt erst orange der Körper von Corey Graves. Also, der hält definitiv aus wie dieser Thomas Wall oder wie auch immer der hieß. Namen natürlich wieder vergessen. Ach, Herr Jemine, ich glaube, jetzt müssen wir erstmal die Ausdauer regenerieren. Jetzt habe ich zwar ein Signature, aber kommen wir... Ah, Mist. Da wollte ich gerade den Pin machen. Der supergeile Pin. Und... Bam! Direkt der Signature.
Das finde ich ziemlich cool, dass wenn man auf dem Boden liegt, dass man dann auch den Finisher macht. Quatsch, dass man dann auch pinnen kann. So, geladener Finisher. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier funktioniert. Aber jawohl. Scheint zu funktionieren. Da kommt der Jackhammer. Es funktioniert also besser als mit dem Spear. Und zack, direkt hinterher der Powerpin. 1, 2, 3. Und da ist doch der Sieg gegen Corey Graves. Also letztendlich doch nochmal das Match gedreht. Sehr schön. Das lief ja dann doch schon mal besser. Diesmal auch 1700 Punkte für den Signature-Einsatz. Da hat er letztendlich doch leider nur 27 Talentpunkte bekommen. Naja, schade. Schade, schade. Mittlerweile haben wir uns also hochgesteigert auf 57. Das ist jetzt die Wertung, die Xardas jetzt hat. Naja, so wirklich viel ist das auch nicht. So, und jetzt müssen wir jetzt verbessern oder was? Zurückziehen, anpassen. Bei Performance Center geht ja scheinbar nicht. Zurück. Ach so. Ah ja, nächster Event. Ah, okay. Und hier, da können wir dann reinstarten in die NXT. Und dann würde ich sagen, machen wir das doch auch, aber erst beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal geht's dann also wirklich los mit der ersten Show mit NXT. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt dran und tschüss.